Hallo Leute, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Ich habe den Fuchs besiegt. Der Fuchs ist hinüber. Es hat sich ein weiterer Weg geöffnet. Ich bin in der Akademie und es wird weiter ja, erforscht, das Gebiet erkundet. Warum ist hier überhaupt ein Fuchs? Das ist so ein bisschen Hogwarts-mäßig. Hier wurde gezaubert, ein Fuchs herbeigezaubert. Ja. Schauen wir mal, was mich jetzt hier erwartet. Oh Mann. Das sieht hier schon wieder nach vielen Wegen aus, tatsächlich. Meine FPS wollen nicht so wirklich heute. Ich weiß nicht, manchmal ist es super und manchmal nicht. Es wurde gesagt, es liegt am Baum. Warum sind hier Krabben? Und Leute, die im Dreck buddeln. Ah, Steinschwertschlüssel, nice. Oh. Guck mal einer an. Ob die mich wohl auch irgendwo hin teleportiert? Probiere ich das jetzt aus? Oh, ich habe 14.000 Seelen. Runen. Okay, Moment. Kollege vom Lande total entsetzt. Ja, das glaube ich. Ich habe immer noch so ein bisschen Weisheit-Gedöns offen, ne? Und Fokuspunkte wären auch mal nicht schlecht, ein paar mehr. Muss ich mal ganz kurz schauen. Wie war denn das hier noch? Was wollte ich denn können? Weisheit 16. Orakelblasen. Ich glaube, das ist Schmutz. Gravitationsfeld. Mäh, weiß ich auch nicht. Sternenlicht. Er schafft Weisheit 15. Weisheit 16. Okay, also ich versuche mal auf 16 Weisheit zu kommen. Müsste vielleicht drin sein. Nee, ach, um Gottes Willen. Ich brauch schon auch ein bisschen was mittlerweile fürs Leveln. So, jetzt bin ich gespannt, was ich mit der eisernen Jungfrau anstellen kann. Die werde ich mir jetzt versuchen einzuverleiben. Okay. Scheiße. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Oh nee, wo komme ich jetzt raus? Komme ich irgendwo anders raus? Nee, okay, bei der nicht. Alle Werte gleichmäßig hochleveln ist, glaube ich, gar nicht so klug, ne? Aber ich will halt ein paar Sachen ausprobieren. Und dazu muss ich jetzt halt noch ein bisschen Weisheit. Nur noch ein bisschen. Und danach geht's wieder voll auf Stärke. Denke ich. Uff. Wow, Hilfe! Alter!
Was ist mit ihr? Wow! Oh, komm! Ah, ah! Nein! Oh Gott! Aua! Oh. Okay. Ich habe das Gefühl, dass ich hier mit meinem Schwert ein bisschen an meine Grenzen komme. Lol, warum liegen die hier? Ah! Probieren wir es mal so. Komm. Das macht kaum einen Unterschied. Du, Bazi. Ah! Nein! Ah, oh, damn it! Ah, stopp! Oh, es reicht gerade noch, es reicht gerade noch, es reicht gerade noch. Lass mich, nein. Oh, das war lucky. Da war das Leben nicht mehr vorhanden. Na bitte, geht doch. 1500. Robst du irgendwas? Nö. Mit einem kleineren Lebensbalken einen Boss gekillt, ja. So, das wird aber ein Respawn-Gegner sein. Jetzt könnte ich hier hoch? Ich glaube, ich schaue erstmal da hoch. Du hattest noch ein HP. Kann ich das irgendwo genau sehen, wie viel HP ich habe? Weiß ich gar nicht. Mir das irgendwo angezeigt wird. Ich denke, ich will erstmal ihn. Weil der nämlich zaubert. Und jetzt schauen wir mal nach den Töpfen. Okay, die muss ich wohl von hinten. Oder auch nicht. Okay. Ah, okay. Ich kann im... Hier kann ich sehen, wie viele Lebenspunkte ich aktuell habe, oder was? Nee. Doch, da. 760 von 815. Okay. Sprungener Topf. Scherbe eines lebenden Gefäßes. Okay.
Gut, hier gab's nur das, nur ein bisschen Loot. Im ersten Moment hätte ich jetzt, wäre ich hier nicht hochgelaufen, ne? Ja, ich habe euch gesehen da oben. Oh, nein, der falsche. Der da bitte. Okay. Oh, was leuchtet da Goldenes? Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen hier. Wer hätte es gedacht? Hey, wo kommst du denn her? Vermutlich von hier. Schimmerstein-Schleifmesser. Okay. Das ist wieder so ein verdächtig leerer Raum irgendwie. Also leer ist er nicht, ne? Hier steht ein Haufen Zeug rum, aber. Naja, okay. Nix. Er will mich mit seinem Buch hauen. Goldene Rune läuft. Die Bildung einprügeln, allerdings, ey. Oh, hi. Christi. Ey. Ah. Hinten ist eine Leiter. Wo will ich denn überhaupt hin? Da hinten leuchtet's golden. Jetzt komme ich hier auf die. Nee, okay. Ja, ich glaube auch, dass ich überall hin will. Da unten, der goldene Baum, das ist doch wieder so ein Samen, oder? Den will ich doch eigentlich haben. Und dich hätte ich gerne kritisch, um Leben aufzufüllen. Danke. Jawohl, goldene Saat, sehr schön. Wow! Oh mein Gott! Ach, Mann, ey, dass dieses Spiel auch an jeder Ecke irgendeinen Schreckmoment auf einen wartet. Ey, es ist. Ja, ich will mich eigentlich nicht mit dir prügeln. Was ist das hier? Eine goldene, eine leuchtende Krabbe. The fuck?
Schimmersteinkrone von Haus Carolos. What? Oh Gott, sie kommt mit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tschüss. Wo würde es hier denn theoretisch weitergehen? Gibt's hier noch irgendwie einen Weg? Nee, ne? Ich weiß nicht warum, aber ich hatte das Gefühl, er muss sterben. Gut. Warum sind hier Krabben? Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Oh, okay. Kommt da einfach. Da kommt eine riesige Kugel. Und noch einer. Noch eine. Ah, okay. Kristallwurfpfeil. Aua, 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 steh auf, steh auf, steh auf. Lauf! Bälleparade. Och Gott, ja, die Nummer mit denen. Da ist so ein Teleport. Lässt sich nicht von dieser Seite öffnen. Wie bitte? Wer bist du? Oh. What? Nee, 11.000 Seelen, 11.000 Seelen. Bury this. Ja, genau das. Die Gegner von innen die Tür aufmachen, das ist ja verrückt. Das weiß ich ja gar nicht. So ist nur er hier. Aua. Oh, 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 oh. Da ist er böse geworden. What? Ach komm. Nee. Oh. Alter. Er mit einem Riesen. Okay, verrückt. Sobald er sein Schild wegtut, nehme ich die Waffe jetzt zweihändig. Oder er hatte doch ein Schild in der Hand am Anfang, ne? Und wechselt dann auf den Zauberstab.
Bossleiste? Echt, findest du? Oder meinst du jetzt, weil ich hier so abkack? Unnötig. Der ist schon tricky, ja, okay. Ja, guck mal, der hat nämlich ein Schild am Anfang in der Hand. Mist. Ich wollte nicht saufen. Ich hätte saufen sollen. Ich war minimal zu sehr von mir selbst überzeugt, dass ich den jetzt da wegparry. Okay. Das ist ein seltsamer, starker Schlag, den er da macht. So, jetzt wird er dann wahrscheinlich gleich, machen wir das jetzt so. Ja, genau. Ey, nicht saufen. Boah! Alter! Junge! Chill mal! Wahrscheinlich steht der an so einer Stelle, dass man den nicht, dass man da kein Bossareal hinpacken könnte oder so. Vielleicht hat er deswegen keine bekommen. Aber wobei, es gibt ja auch Gegner, die eine Bossleiste haben, obwohl da kein Areal ist, ne? Oder? Ja, zum Beispiel die goldenen Ritter. Auf den Pferden, die ganzen Reiter, die etwas stärkeren Reiter. Verdammt. Ach komm, dass seiner da durchgeht, aber meiner nicht. Ah, ich darf, glaube ich, das Timing geht hier nicht klar. Ich muss ihn ganz normal besiegen, glaube ich. Nun, dann versuchen wir ihn ganz normal zu besiegen. Vielleicht kann ich ihn noch ein bisschen abfackeln mit Feuer. Ich kann nicht meine Duellfähigkeit der Waffe benutzen. Gefühlt.
Gibt's doch nicht. Ha. Vielleicht wollten die Entwickler hier an der Stelle auch nicht einfach nach dem Fuchs direkt den nächsten Boss platzieren. Und an dem kann man halt vorbeirennen, wenn man es nicht hinkriegt. Aber ich hab schon Bock, den jetzt zu killen. Ich habe mir gestern übrigens einen neuen Controller bestellt. Selbst designt. Ich habe überlegt, ob ich das im Stream mache, aber ich hatte irgendwie Bock gestern. Dann habe ich mich mit Weibchen zusammengesetzt, was ja auch eine schöne Sache ist. Shidi. No! Okay. Eieiei. Ah! Oh Mann ey, das fängt ja heute schon wieder super an. Ah. Ja, ein paar Mal. Ein paar Mal ist nicht. Wie oft? Das wievielte Mal bin ich jetzt schon hier? Alter! Shit. Uff. Boah, wie schnell sein Magieschwert zusticht, ey. Fluch. Oh, und dann steht da so eine dämliche Säule.
Das bringt nicht so viel. Oh, okay. Das kann man abwehren, alles klar. Das kann er parieren. Ja, die eigene Medizin hier mal. Oh Mann, okay. Ich will mich nicht mehr so viel aufregen und deswegen ist das alles absolut in Ordnung und der ist cool. Macht Spaß, dass der da so steht, kurz nach dem Fuchs. Das ist schon gut so. Ich glaube, mit Perry fahre ich hier wirklich nicht schlecht. Kann ich das parieren? Oh, komm, ey. Ah. Oh, Mann. Warum denn? Es ist, ich gucke natürlich bei so einem Kampf nicht sofort in Chat, aber ist das eigentlich Anton? Nice. Die Instant Jonglage. Ich müsste mir mal zusätzlich dazu noch einen Sound abspielen. Das kann ich ja mittlerweile machen, dass ich das höre und dann muss ich den Controller quasi instant hinlegen. Dann ist es klarer. Dann spiele ich irgendwie so Zirkusmusik ein oder so. Ach, es ist Homing.
Moongrum. Ach Scheiße, jetzt sauft er wieder. LOL, das habe ich ja beim NPC noch nie gesehen. Dass er saufen will und keine Heilung hat. Das war ja witzig gerade. Na, wie schnell dieser Blödsinn geht, ne? So, jetzt bloß keinen Fehler machen. Ah, sehr gut. Nice. Karianischer Ritterschild. Ah. Was? Nein. Ah, der braucht mehr Weisheit. Ah, der wehrt magisch ab. Aha. Kann der irgendwas? Kein Talent. Das kann natürlich cool sein, wenn ich den drin hab, ne? Und dann kein Talent hab, mache ich damit den Duellschlag, was natürlich ganz witzig ist. Das. Ja, der kann ganz. Ich glaube, der könnte ganz nett sein. Gerade magische Abwehr ist natürlich. Hat was. GG, Dankeschön, Dankeschön. Und easy, naja. Nachdem es dann so ein bisschen funktioniert hat, ja. Wait, wo komme ich hier raus jetzt? Ah, hier mach ich. Hier, oh! Jungs! Nein, 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 nein. Oh, okay. Alles easy. Okay, hier kann ich jetzt vorne die Tür aufmachen, ne? Weiß zwar nicht. Ach, dann muss ich nicht über die Brücke mit dem. Arthur, gib! Grüß dich, hi. Gibt's ein Rezept, wann man das Schild heben muss zum Parieren? Jein. Also es kommt erstmal kommt's aufs Schild an auch. Manche Schilde, da sind die unterschiedlich. Weil das ist jetzt das Parierschild, also der Faust. Ich weiß gar nicht, wie genau das Ding heißt. Der Modus heißt hier, hoppla, nein, hier steht's Faustschildparade. Da ist der Moment natürlich ein bisschen anders. Und ein Modus, beziehungsweise ein Rezept. Immer dann. Ach, wie erkläre ich das jetzt? Also ich sehe es so ein bisschen. Ich weiß nicht, beim nächsten Gegner versuche ich es mal zu erklären. Sobald er quasi anfängt zuzuhauen. Also die Gegner holen ja immer aus. Und sobald der Schlag in deine Richtung geht, das ist dann immer so der Moment. Okay, Leute, das sieht nach einem Bossgebiet hier aus gerade. Ich brauche mehr Heilung. Muss nochmal zur Gnade. Und dieser Moment, der unterscheidet sich halt ein bisschen von Schild zu Schild. Also beziehungsweise von Fähigkeit zu Fähigkeit ein bisschen. Und auch, es kommt auf die Waffen des Gegners an und manche Schläge der Waffen lassen sich nicht parieren und manche Gegner lassen sich nicht parieren. Also gerade zum Beispiel der erste große Endboss im Schloss hinten. Ey.
Der lässt sich gar nicht parieren. Da habe ich lange probiert zu parieren, hat aber nicht funktioniert. Jetzt müsste ich ja ein, zweimal leveln können auch. Weisheit wollen wir auf 16 hoch haben. So. Arthur, danke für den Follow übrigens noch. Stimmt, das hast du gestern ein Follow dagelassen. Vielen Dank. Können wir nicht brutzeln, bitte? Danke. Hier oben muss es doch eine Gnade geben. LOL, als ob. Muss ich hier so weit rennen? Dann zum Boss? Nee, das wird jetzt hier. Ja, schauen wir mal. Gucken wir mal, was passiert, wenn ich da reinlaufe. Ah, ich habe noch den Dinger vergessen, den Samen. Hätte ja noch. Was ist das da oben? Warum hast du dich bewegt? Warum hängst du von der Decke? Aha. Guck mal. Habe ich doch richtig vermutet. Auf was bin ich draufgetreten? Nee. Oh Gott. Wie creepy bist du denn? Oh nee. Was ist das? Ach du Scheiße. Schüler. Ihr seid die Schüler. Was haben sie euch angetan? Little Calver. I'll soon birth thee anew, a sweeting fresh and pure. Renala, Königin des Vollmonds. Okay. Hallo, ich will den hier. Okay, also, wow! Insta-Death. Also, alles klar. Beidhändigkeit. Dann mit Magie verstärken. Beidhändig führen. Und dann sieht es erstmal, die erste Hälfte des Bosskampfs sollte easy sein. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ich wollte gerade ausweichen, ich habe es gehört. Hier nicht vielleicht irgendwo noch eine Gnade oder so? Nee. Wow, okay. Aufzug auf jeden Fall runterschicken, merke ich mir. Versuche ich mir zu merken.
Lol, da fallen welche von oben runter. So, macht das jetzt Schaden, wenn das runterfällt? Wahrscheinlich, ne? Mist. Ah, das Ausweichen hat nicht mehr gereicht. Oh, was passiert? Wow, wow, wow. Leute, Leute. Abfackeln und alles. Ich glaube, die brauche ich gar nicht killen, nicht unbedingt. Da fallen immer eh wieder neue vom Himmel. Ich will nur den, der sinkt. Da hinten. Da drüben. Ey, stopp! Mist. Oh. Was labert ihr? Was ist hier los? Da hinten sinkt irgendwo einer. Wo bist du? Da. Aua, was sollte das? Ey! Oh, 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 weg, weg, weg. Ah, shit. Oh, da hinten wird gesungen. Wo ist er? Irgendwo auf der anderen Seite. Ich höre dich da. Fällst du? Ja. Mist, nicht gut. Schade, das bisschen hätte ich jetzt ganz gerne noch fertig gehabt. Ah, es explodiert gleich wieder irgendwas. So ein bisschen der Pendant-Fight zu den Kardinälen, beziehungsweise, wie heißen die, Diakone? Die Diakone, genau. Da hinten wird gesungen. Diakone des Abgrunds aus Dark Souls 3. So, war's das oder gibt's eine zweite Phase? Oh, es gibt eine zweite Phase, oder? Schwarzer Bildschirm? Okay. Ei, hey, bist du wieder zu Sinnen gekommen oder willst du mich immer noch verprügeln? My beloved.
no fear. I will hold thee. Patience. Ye will be countless born, forever and ever. Upon my name is Rani the Witch. Mother's rich slumber shall not be disturbed by thee. Foul trespasser. Entschuldigung. Wir hätten auch reden können. Du hast mich angegriffen und deine Schüler. Kann ich doch nichts für. Du hast angefangen. Ach du Scheiße, was ist das jetzt hier? And the majesty of the night she conjureth. Oh mein Gott. Wir können also einen Kamehameha. Miese, miese, renn doch. Oh, shit. Ärgerlich. Oh, Explosion. Vermute ich mal. Oh. Ja, es explodiert, allerdings nicht so, wie ich dachte. Okay. Okay. Aber die zweite Phase geht, hätte ich jetzt. Also am Anfang geht die zweite Phase. Wir werden rausfinden, ob das so bleibt. Jetzt bin ich aber trotzdem etwas... Der Weg dorthin ist mir zu lang. Das bin ich gar nicht gewohnt. Dass ich so weit rennen muss, um zu einem Bosskampf zu kommen. Finde ich seltsam und hier durch so viele Gegner. Das ist eigentlich bei... Elden Ring bisher nicht so gewesen. Dass die dich mit dem ersten Kamehameha wegballert. Ja, ich hätte sie auch gekillt, hätte ich noch Heiltränke übrig gehabt. Das fand ich relativ erkennbar alles und predictable. Also gut zu sehen, was passieren wird und... sind immer drei, ne? Mache ich so mehr Schaden? Ich glaube, ja, so kann ich mehr Schaden machen. Jetzt konnte ich nicht weglaufen, glaubst du noch, ne? Glaubst du ja nicht. War die hinter mir? Die war hinter mir.
Kann ich sie auch von vorne critten? Nee. Da fällt einer von oben auf mich drauf, ey. So, den Rest machen wir, glaube ich, mit normalem Schaden. Ey, nein, nein, nein! Oh, nicht Feuer spucken. Boah, was... Das ist mies, diese Brutzler. Jawohl, okay, sehr gut. So, dann wollen wir mal. Meine Guteste. Hier bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ach, Chili. Sag mal. Wow, was ist das jetzt? Nee, 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 was? Nee, 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 keine Hundis. Schweinebacke, ey. Nee, was ist das jetzt? Warum kommt hier jetzt so ein... Nee, hör mal auf. Ist nicht cool. Ey, Junge! Nee! Ach, was soll denn das? Oh, was ein Drache! Holy shit! Nee, 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 nicht anzünden. Nee, nicht Wolf, Wolfies, Wolfies, nein, 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 nein. Ey, komm. Kriege ich dich nicht mehr down, oder wie? Hilfe! Gegen dich habe ich schon gekämpft. Hau ab! Komm, oh, Swarm Giant.
Oh, no way! Wo ist sie hin? Ah! Oh, fucking hell. Oh! Ey, das ist so mies, ne? Dass man da weggekickt wird. Das ist saugemein. Ach, scheiße. Da habe ich aus Versehen nochmal zugeschlagen. Ich wollte eigentlich nicht, ich wollte rollen und dann habe ich aus Versehen nochmal den Bumper erwischt. Oder wie manche sagen würden, R1. Ah, ärgerlich. Lukas, moin. Hi, grüßt euch. Schön, dass ihr alle am Start seid. Wait, what? Hat's jetzt funktioniert? Hab ich nicht? Ich hab doch eine goldene Saat gekriegt, hat er mir gerade gesagt, ich hab die nicht. Weiß ich jetzt nicht. Na gut, egal. Ich würde hier nochmal reingucken. Verringert den erlittenen Schaden beträchtlich. Regeneriert für gewisse Zeit Lebenspunkte. Miku, hi, grüßt euch. Schön, dass ihr alle am Start seid. Du brauchst 2. Oh, das werden irgendwann mehr. Lol, okay. Anhalten die Lebenspunktregeneration finde ich nicht so krass. Regeneriert die Hälfte der gesamten FP, finde ich schon besser. Das heißt, ich mache weniger Schaden kriege ich und regeneriere Fokuspunkte. Finde ich gut. Dann kann ich aber vielleicht hier die Flaschen. Wo steht denn das? Ich 2 mit 2 goldenen Saat. Okay, da steht's, ja. Alles klar. Dann würde ich aber hier da drauf bleiben. Ja, das passt. Und auf der Arzneimischung habe ich Fokuspunkte. Das passt auch. Okay, damit dürfte es gehen. Hoffen wir, dass es reicht. Dass ich genug Fokuspunkte habe, um ihr gleich noch mit der Duellfähigkeit des Schwertes ein paar über die Rübe zu ziehen. Wurde nicht getroffen. Yay! Also die Träne muss ich mir aufheben. Nicht die Träne. Die Arznei muss ich mir aufheben, bis ich keine Fokuspunkte mehr habe. Okay, let's go. Das war so knapp gerade, ne? Na, wo ist der Sänger? Da hinten. Ey, nicht Feuer spucken. Aufhören. Nein. Ah. Ihr Kleinen, warum liegt ihr überhaupt am Boden rum? Mich würde es echt interessieren, warum kann ich ihr hier keinen kritischen Treffer geben? Hallo? Guck sie dir an. Sie liegt am Boden. Ich könnte ihr direkt den Kopf abschneiden. Eieieiei. Wo bist du? Wo bist du? Hier bist du. Weiß immer noch nicht, ob das Schaden macht, wenn das fällt.
Nee, anscheinend nicht. Das ist gut. Ach, die greifen mich auch noch an, wenn ich hier in der Nähe bin. Wow. Noch nicht. Ich sollte vielleicht doch ein paar von denen killen, hä? Huh? Ich höre sie links, ich höre sie links singen. Zügig, zügig, nicht zu lange rummachen. Wo ist der nächste? Links. Wow! Waren das schon drei? Es waren schon drei. Nee! Ah, unnötig. Ich wollte gerade rollen, ne? Ah, das war unnötig. Das war richtig unnötig. In der ersten Phase draufgehen. Ich habe das Leben die ganze Zeit. Ich habe immer wieder nach oben links geguckt. Hab gesehen, oh, wenn sie mich da trifft, bin ich hinüber und wollte rechtzeitig weggehen. Leider war es nicht. Nee, war nicht rechtzeitig. Damit. Ob man die zweite Phase irgendwie vermeiden kann? Ich würde mal kurz was schauen. Weil hier habe ich ja noch nicht geguckt. Ich renne mal nach da hinten und schau mal, was hier noch geht. Hey, wer bist du denn? Nee. So bitte. Okay, okay. Ah, ich hab gesagt, klettern. Ja, klar. Decken mir die Pfeile in den Füßen. Wow! Was ist hier los? Wer seid ihr? Warum könnt ihr fliegen? Was seid ihr denn? Ja, nee. Finde ich nicht so geil jetzt. Einfach mal random irgendwo hingerannt jetzt. Vielleicht ein bisschen dumm. Vielleicht war das ein bisschen dumm. Immer nach vorne laufen. Nach vorne laufen ist immer so eine schlechte Idee in diesen Spielen. Und jetzt bin ich hier mitten im Nirgendwo und kann nicht mehr zurück oder was? Ach, ihr wollt mich doch. Ist nicht euer Ernst. Hallo? Ja, klar. Nee, hier geht's weiter. Okay, okay, okay. Bin am Überlegen. Oh, wo geht's hier hin? Bin am Überlegen, ob ich die kleinen Bastarde mit denen, die hinter mir herfliegen, doch noch killen soll. Dunkelschmiedestein. Ich bin eigentlich auf der Suche nach einer Abkürzung zum Boss. Aber hier gibt's einen Dunkelschmiedestein. Wow. Kannst du dich bitte von da verpissen? Danke. Ey! Und hopp!
Ist er jetzt gestorben? Ich habe jedenfalls Runen bekommen. Oh, wie weh ihr tut. Wie weh ihr tut. Hopp. Wo bin ich? Wo geht's hier lang? Wo zum Teufel bin ich? Ich habe keine Ahnung, wo ich hingelaufen bin, ne? Bin in Panik vorausgerannt und steck jetzt hier irgendwo. Ein Schlüssel? Schimmersteinschlüssel. Ey! Oh oh. Nee, nee. Ich bin absolut überfragt, wo ich hin soll. Ich hüpfe hier runter. Ah, jetzt bin ich hier. Lol. Okay. Ist es das, was ich denke, wo ich bin? Ich glaube, ja. Ah, geil. Okay, alles klar. Ich weiß, wo ich hin muss. Ja, Hundi, nee. Ja, klar. Du kleiner Bastard. Tschüss. Ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Ach, geil. Oh, Mann. Ach. Gut. Weiter geht's. Eigentlich hatte ich gehofft, ich finde da so auf diese Art auch irgendwie ein Leuchtfeuer, das näher am Boss, eine Gnade, die näher am Boss ist. Aber nee. Sieht nicht so aus. Oder irgendwelche anderen Infos. Aber für genauere Infos hätte ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger durch die ganze Nummer durchlaufen müssen. Dass mich da einer trifft, ne? Ey, so. Ach genau, wir müssen ja den Hebel ziehen. Mich würde es ja mal interessieren, wie viel ich jetzt von der Hacke, die mich gesehen habe, über die Dächer. Ob ich da schon jetzt irgendwo einen gewissen Bereich abgedeckt habe, den man so gucken sollte oder nicht. Aber hey, da sind wir wieder. Grüß dich, Lady. Ah, ich wollte ausweichen, ich wollte es probieren, aber hat leider nicht geklappt.
So, nächster bitte. Ey! Also ich mache auf jeden Fall mehr Schaden, wenn ich glaube so reingehe. Dann dauert die erste Phase nicht so lang. Ja, schade. Schaden war jetzt vielleicht ein bisschen unnötig, den zu kassieren hier an der Stelle. Das ist da hinten. Da hinten. Das war nämlich schon die Nummer 3 an der Stelle. Ich hab da den Moment noch nicht raus. Ah, das Saufen war jetzt dumm. Mist. Naja. Was haben wir gesagt? Jetzt den saufen. Oh, aua! Zu wenig Heiltränke. Zu wenig Heiltränke für die zweite Phase. Aber ja. Let's go. Scheiße. Mist. Ah, das war vorhin so knapp. Und dann hat sie ständig diesen... Da muss ich... Ah, dann geht's vielleicht. Ich habe jedenfalls... Ich habe sie nicht mehr gekriegt, dass ich sie... Aber da habe ich auch, glaube ich, keine Fokuspunkte mehr gehabt. Deswegen haben ein bisschen weniger Schaden. Ah, das war so knapp, das ist so ärgerlich, wenn dann... Also nicht so richtig, richtig ultra super knapp, aber es war so knapp, dass ich nur noch ein paar Schläge gebraucht hätte. Und dann ist es natürlich ärgerlich, wenn man noch 5-mal in den Gegner reinrennen muss. Und ich frage mich, ob das schon der Endboss von der Akademie ist. Weil irgendwie... Entweder habe ich nur das Gefühl, oder es ist einfacher. Also die Akademie selbst war einfacher als das... Schloss Sturmschleier. Oder Burg Sturmschleier. Ja, klar. Was ist das denn jetzt hier?
So, jetzt aber, komm. Ey, visier sie an. Ah, Hilfe. Oh Gott. Oh, das ist nervig. Da hinten. Diese Bücher. Ich sicherheitshalber saufen hier an der Stelle. War das jetzt schon der dritte? Nee, oder? Nee. Wo singt er? Wo singt er? Hübschi, Hallöchen. Ja. Ich wäre bei 1,5 Stunden Aufnahme kurz hochgekommen. Ich komme sofort. Hausi, ja, sehr gut, wichtig, ey, nicht anbrutzeln jetzt. Mist. Scheiße. Ja, das trifft. Viel zu arg. Das ist alles scheiße hier gerade. Das ist alles shitty. Alles Mist an der Stelle. Ja. Das ist alles Mist an der Stelle. Ich war in keinem guten Timing. Hat alles nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wisst ihr was? In der nächsten Aufnahmesession legt sie. Dann ist sie erledigt. An alle, die auf Twitch rumhängen, es geht gleich weiter. Es ist Samstag, heute gibt es einen längeren Stream. Bleibt also dran, aber wir verabschieden kurz die Leute auf YouTube. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.